Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mad Gaming and Office mit dem Benz Hardware PC AMD Stage 1 für 1272,70 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Auch das System wurde mir wieder vorgeschlagen von NotsDupsi. Das Problem hierbei war einfach nur, hier ist ein Konfigurator-Key drin, das heißt, er hat etwas umgebaut, das war in dem Fall der RAM. Ich habe jetzt aber wieder die Grundkonfig genommen, so wie Benz Hardware die auch anbietet über Mad Gaming. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Hier ist überhaupt nichts drin verbaut, ist einfach nur das Gehäusebild, was völlig in Ordnung ist. Das ist das 500DX von Be Quiet und das passt soweit schon. Starten wir mit dem Prozessor, das ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell 3200 MTS RAM DDR4. Den hatten wir jetzt schon häufiger in den letzten Videos, weil er einfach nur preislich interessant ist bei PC-Systemen im Preisbereich zwischen, sage ich mal, 1100 und 1400 Euro. Wenn man jetzt auf die 7000er Variante von AMD gehen würde, bräuchte man ein DDR5 Board, man bräuchte DDR5 RAM, man braucht halt, wie gesagt, auch ein Board mit dem neuesten Sockel AM5 und das macht die Sache unnötig teuer. Und das ist soweit auch ein guter Prozessor. Das ist ein abgespeckter 5800X, wenn man so möchte. Der hat auch 8 Kerne, 16 Threads. Mit dem hier kann man streamen, da kann man zocken, das ist soweit alles in Ordnung. Das Interessante bei dem ist halt einfach die TDP. Ja, der kann sich auch mehr reinpfeifen, aber der knallt sich jetzt nicht unbedingt so viel rein wie ein 5800X, der unlimitiert läuft auf 142 Watt. Das Höchste, was ich persönlich getestet hatte, war 112 Watt oder so, oder 110, irgendwas in die Richtung. Ich erinnere mich nicht so ganz genau. Einige schrieben in den Kommentaren aber auch, dass die teilweise 142 Watt mit dem geschafft haben. Aber die offizielle TDP sind 65 Watt, deswegen kann man da auch einen einigermaßen kleinen Kühler nehmen. Und der kostet 180 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B550 A Pro. Der B550 Chipsatz ist wie gemacht für die 5000er Generation. Das ist auch ein Full ATX Board. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein. Mit etwas Glück könnt ihr diesen kleinen Slot hier noch benutzen zum Erweitern. Ansonsten nimmt ihr einen von den beiden hier oder auch beide gleichzeitig womöglich für eine WLAN-Karte, Capture-Card, wie auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1. Wir haben USB 3.1, USB Typ C, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, Netzwerkanschluss. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier wie immer nicht benutzen. Bei der 5000er Generation von AMD. Ja, es gibt welche, die eine Grafikeinheit haben. Der hier hat es halt in dem Fall nicht. Zieht das Bild bitte über die Grafikkarte und ein PS2-Anschluss. Das ist ein grundsolides Board, das wird gerne genommen bei einem 5600X, 5700X, 5800X, weil das einfach preis-leistungstechnisch sehr interessant ist. Und das kostet 108 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Be Quiet Purebase 500DX schwarz. Ihr kennt mittlerweile meine Meinung dazu. Ich finde es optisch nicht schön, technisch ist es aber einigermaßen okay, wenn die Grafikkarten nicht allzu lang sind. Wir bekommen ja auch schon 140 mm Lüfter in der Front, 140 mm im Heck und einen noch oben. Also der Airflow ist auf jeden Fall gegeben, gerade weil es auch eine Meshfront hat. Muss optisch euch gefallen, nicht mir, von daher ist das völlig okay. Und das kostet 91,90 Euro bei BEA Computer in Österreich, beziehungsweise 92,24 Euro bei Barracks in Deutschland. Die Grafikkarte ist eine Cave A2 GeForce RTX 4060 Ti X 8 GB. Hier wissen wir auch, was wir bekommen. Ich habe sie genauso rausgesucht. Das Ding ist einfach, es ist eine der günstigsten mit auf dem Grafikkartenmarkt. Es gibt, glaube ich, noch eine von Palit, die kostet auch ungefähr 400 Euro, aber ja, die tun sich jetzt nicht so viel. Die ist super geeignet für Full HD Gaming und auch WQHD Gaming. Natürlich könnt ihr damit theoretisch auch 4K spielen. Wenn das jetzt kleinere Spiele sind oder auch E-Sports-Titel wie zum Beispiel Valorant, dann läuft das natürlich ganz butterweich. Bei AAA-Titeln würde ich bei WQHD bleiben, weil die 8 GB Grafikspeicher eben limitieren irgendwann. Ihr könnt natürlich damit auch AAA-Titel in 4K spielen, da müsst ihr halt die Texturen richtig doll runterschrauben, ne? Sonst packt der Speicher das einfach nicht mehr. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 399 Euro bei notebooksbilliger.de. Das Netzteil ist ein Be Quiet Pure Power 12M 650 Watt ATX 3.0. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular, 650 Watt, reicht ganz dicke. ATX 3.0 ist nett, dass es dabei ist, wenn ihr mal irgendwann aufrüstet und vielleicht schon eine Nvidia-Karte dann mit dem neuen Stecker habt, ist der Stecker auf jeden Fall mit dabei. Für diese Grafikkarte hier braucht ihr das theoretisch nicht, weil das noch mit dem alten 8-Pol-Stecker gelöst wird. Aber es ist ein qualitativ gutes Netzteil, hatten wir jetzt auch schon 1000 Mal, kann man machen.
Und das kostet 102,32 € bei Amazon. Bei dem Arbeitsspeicher haben wir Kingston Fury Beast RGB DIMM Kit 16 GB DDR4 3600 MTS CL17. 3600 MTS mit CL17 ist schon mal nice to have. Wir haben auch Dual Channel, was auch okay ist. 16 GB in dem Preisbereich. Bei den Speicherpreisen aktuell, ich hätte 32 GB reingeworfen. Wir haben gleich auch ein Alternativsystem, da sind 32 GB drin, deswegen finde ich das ein bisschen schade. Der hat natürlich auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung und so, das hilft euch aber im Endeffekt nicht bei der puren Leistung. Und der kostet 51,88 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Deepcool AK500 Zero Dark Schwarz. Das ist ein geiler Kühler. Den hatte ich selber schon im Test mit einem 12700K, den hat er auch gekühlt gekriegt. Der hat auch eine TDP von 240 Watt, was eigentlich viel zu viel ist für diesen Prozessor, der hier verbaut ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, yo, man könnte ja hinterher noch ein 5800X oder ein 5800X3D oder so einbauen. Klar, kann man machen. Wer aber einen Fertig-PC kauft, baut da eigentlich nicht so in diesen Bereichen rum. Bisschen RAM austauschen, Grafikkarte wechseln, ja. Prozessor tauschen, ja, muten sich einige wahrscheinlich nicht so zu. Der ist qualitativ geil, aber ein bisschen over the top für diesen Prozessor. Und der kostet 58,81 € bei ProShop. Die Festplatte ist eine Kioxia Xeria G2 SSD 1 TB. Der hat gerade mal eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Die ist verhältnismäßig langsam, wenn man das jetzt vergleicht mit einer sticknormalen PCI Express 3.0 SSD, die um die 3500 MB die Sekunde lesen und 3000 MB schreiben hat. Aber fürs normale Zocken reicht sie. 1 TB ist halt auch wieder so ein Thema. Ich wäre auf 2 TB gegangen. Ihr kennt mich, weil die Speicherpreise im Moment sowieso im Keller sind. Wir haben hier halt auch TLC-Speicher, was qualitativ nochmal besser ist als QLC-Speicher, aber ja. Es gibt bessere Alternativen für den gleichen Preis. Und die kostet 44,49 € bei Barrax. Betriebssystem ist Windows 10 Pro, Upgrade selbst möglich. Bedeutet für euch, ihr könnt das dann ganz normal auf Windows 11 upgraden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist nicht nötig bei dem Prozessor, hat keine Performance- und Efficiency-Kerne, wie Intel das zum Beispiel macht. Ihr könnt ihn auch Windows 10 lassen. Wenn ihr aber aktueller werden wollt, geht es halt kostenfrei. Und das kostet 19,30 € bei IT Hardpods. Jetzt haben wir hier noch ein paar Besonderheiten. Klar, das mit dem Betriebssystem, das macht fast jeder Systemintegrator, außer jetzt Dubaro. Die machen halt immer ohne Betriebssystem. Das kann man aber dabei buchen. Installation aller wichtigen Treiber machen viele Systemintegratoren, MIFCOM zum Beispiel und Krotos. Update auf neueste Windows-Version sowie BIOS-Update. Ja, BIOS-Update machen jetzt nicht alle, aber es gibt auch einige. Einstellung der Lüfterkurve aller Lüfter, das wird tatsächlich sehr selten gemacht von anderen Systemintegratoren. Einstellen des XMP-Profils für den RAM, das machen eigentlich fast alle. Hier und da gibt es mal welche, die machen es nicht, weil sie es vergessen haben oder sonst was. Oder sie stellen es erst ein, machen dann BIOS-Update, dann ist die Einstellung nämlich wieder weg. Aber das ist wirklich nur ein Klick im BIOS. 24 Stunden Stresstest für CPU, RAM und Grafikkarte. Also ich weiß, das habt ihr auch letztes Mal in dem Video gesehen, dass Krotos unter anderem auch so ein Diagramm hat. Ob das jetzt 24 Stunden waren, weiß ich gar nicht mehr. Aber die machen auch eigentlich einen längeren Stresstest. Normalerweise liest man hier auch immer Undervolting Grafikkarte. Das lese ich gerade irgendwie nicht. Na gut. PC anschließen und sofort loslegen. 24 Monate Herstellergarantie. Ja, ist eigentlich irgendwo eine Selbstverständlichkeit. Ist ganz selten, dass ein Systemintegrator mal weniger als 24 Monate hat. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.055,70 €. Das System soll kosten 1.272,70 €. Da habt ihr jetzt ungefähr einen Aufpreis von 215 €. Ist jetzt nicht die krasse Abzocke, finde ich persönlich. In dem Preisbereich aber ein bisschen viel. Gut, man kann es auch bei Mindfactory kaufen, da kriegt man es für 190 € zusammengebaut, da habt ihr jetzt nicht so viel gespart, wenn man das noch dazu rechnet. Konfigurationstechnisch finde ich den Kühler ein bisschen over the top, dafür ist er natürlich leise, das müsst ihr dann selber wissen und sieht gut aus. Die SSD war auch ein bisschen langsam im Vergleich zu anderen SSDs, die das gleiche kosten und deswegen habe ich euch einfach meine Alternative hier rausgesucht. Das war wirklich so auf der Page, das hat er nicht extra für mich angefertigt oder so, sondern der war halt einfach da. Wir haben hier schon mal den gleichen Prozessor. Wir haben einen Luftkühler mit 180 Watt TDP, der ist eher angeglichen an diesen 5700X als der übertriebene AK500. Der AK500 ist wie gesagt nicht schlecht, der läuft auch leise und so, aber der hier ist eher angebracht für diesen Prozessor. Der ist dann vielleicht nicht ganz so leise, sieht nicht ganz so schnieke aus, reicht aber völlig aus für das System. Wir haben das gleiche Mainboard. Wir haben 32 GB RAM, 3600 MHz CL18, bei Ben waren es CL17, ist im einstelligen FPS-Bereich irgendwo messbar. Aber wir haben halt das doppelte an Speicher, auch Dual Channel, jetzt nicht unbedingt von Kingston, sondern von Goodram, aber ich hatte das System ja hier, hab's getestet, war soweit alles in Ordnung. Wir haben auch eine 1 TB SSD, allerdings mit 5000 MB die Sekunde lesen und 4800 MB die Sekunde schreiben. Die ist deutlich schneller als die andere, hat auch TLC-Speicher, von daher, sie ist einfach, wenn man so sagt, schneller. Beim Speicher tut sich da nicht viel. 12 GB KFA RTX 4070. Also
erstmal wissen wir, was wir bekommen. Und ich habe da mal so ein paar Vergleichswerte gegenüber der 4060 Ti, die bei dem PC von Benz Hardware drin war. Man kann circa sagen, dass die Grafikkarte 20-30% schneller ist, je nach Game. Diesen Artikel von Only for Gamers verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Hier gibt es nämlich einmal in Full HD und in WQHD diese Listen. Die sind ganz interessant, damit ihr einen Vergleich zwischen den beiden Grafikkarten habt. Also seid ihr, was die Grafikkarte angeht, schon mal eine Stufe höher gegenüber der 4060 Ti, ist klar. Beim Netzteil haben wir 650 Watt, ebenfalls 80 plus Gold, Cooler Master MWE Gold V2. Hat genauso 650 Watt, ist genauso Gold zertifiziert und ist auch vollmodular. Der einzige Unterschied hierbei ist, ihr bekommt nicht diesen neuen Stecker für die neuen Grafikkarten mit dabei, sprich eine 4070 Ti oder 4080, die haben ja diesen kleinen 12 Volt High Power Anschluss. Hier in dem Fall ist der nicht mit dabei, braucht ihr bei der Grafikkarte auch nicht, weil die 4070 hat noch den normalen 8-Pin. Gilt also genau das gleiche wie für den Benz Hardware PC. Bei dem Gehäuse haben wir das Fractal Pop Air Black TG, drei Lüfter vorinstalliert. Damit ihr es mal gesehen habt, das bringt ebenfalls drei Lüfter mit. Das sind zwar keine 140er, sondern 120er, aber das reicht für den Airflow ganz locker an diesem Gehäuse, hat auch eine Meshfront. Und ihr bekommt hier halt Windows 11 Pro, das kann man ungefähr gleichsetzen mit Windows 10, weil das Windows 10 könntet ihr ja theoretisch sogar noch updaten. Und schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Da landen wir beim Gesamtpreis von 1.261,45 € und das Ding kostet 1.259,99 €. Ist halt ungefähr so wie Geizhalsliste. Plus minus 5 Euro springen die Preise sowieso jeden Tag. Ihr habt hier einfach den Vorteil, ihr habt eine schnellere SSD, ihr habt eine wesentlich bessere Grafikkarte, habt ihr eben an der Liste gesehen, also eine Stufe höher. Ihr bekommt den gleichen Prozessor, der Luftkühler ist ein bisschen kleiner, klar, aber ihr habt auch das Doppelte an Arbeitsspeicher. 32 GB, nicht CL17, sondern CL18. Wie gesagt, wird für euch sowieso kaum Unterschied machen. Das sind einstellige FPS-Werte, die da den Unterschied machen. Aber ja, das wäre halt eher die Alternative. Man kann jetzt hier leider nicht so viel umkonfigurieren. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ein anderes Gehäuse haben oder so, wird das eher schwierig. Das geht bei Mad Gaming natürlich besser. Aber preis-leistungstechnisch bezahlt ihr hier nicht 215 Euro Aufpreis wie bei Mad Gaming, sondern hat ungefähr das gleiche Level wie die Geizhalsliste. Und mehr Leistung. Was soll ich sonst noch dazu sagen? So ist es halt einfach. Und Mad Gaming hatte auch mal bei mir kommentiert irgendwie, ja, die Preise würden ja gar nicht stimmen, die Liste war von einem anderen Tag wie das System. Nein, das stimmt nicht. Heute ist der 13.07. So, der Preis steht da, wir haben jetzt den 13.07., 1.272,70 € und bei der Geizhalsliste, wenn wir da gucken, Änderungsdatum 13.07. Die Preise sind jetzt 1:1 und wir haben eine Alternative. Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, ich bin weder mit Dubaro noch mit Hardware-Rat noch mit Krotos oder sonst wem gepartnert. Ich hatte schon viele Anfragen, sogar von Systemtreff. Der musste auch nicht sein, aber naja, so ist es halt. Aber ich habe die alle abgelehnt. Also ich könnte jetzt auch ein System bei Dubaro raussuchen, kommen wir ungefähr wahrscheinlich auf das gleiche raus. Also absolut überteuert ist der nicht, ihr bekommt halt einfach für den Preis was Besseres. Müsst ihr selber wissen, wo ihr euer Geld lasst, wenn ihr natürlich viel Wert auf diese ganzen Zusatzsachen hier legt, wie zum Beispiel 24 Stunden Stresstest und so, dann kauft ihn von mir aus da. Ansonsten, wenn ihr mehr Leistung wollt, kauft ihn halt bei Hardware-Rat oder sucht was bei Dubaro, Agando, Krotos, wo auch immer ihr wollt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.